Hallo. Hörst du mich? Passt das gut? Neben mir begrüße ich jetzt Florian Greibich, den Spitzenkandidaten und Bürgermeisterkandidaten der ÖVP. Grüß Gott, Herr Greibich. Schönen guten Abend, grüße Gott. Die ÖVP hat ja heute ein denkbar schlechtes Ergebnis eingefahren, 8 Mandate verloren. Das Ziel, in die Bürgermeisterstichwahl zu kommen, haben Sie auch verfehlt. Was ist das für ein Gefühl? Wie geht es Ihnen damit? Also mir geht es nicht besonders gut damit. Wir haben unser Wahlziel in zweierlei Hinsicht nicht erreicht. Einerseits, dass wir in die Bürgermeisterstichwahl hineinkommen. Andererseits, dass wir auch stärkste Fraktion bleiben. Der Gemeinderat hat das aber nicht erreicht. Ich rede da gar nicht recht darum. Es ist ein desaströses, katastrophales Ergebnis. Ich muss wirklich sagen, das schockiert mich selber persönlich sehr, muss ich gestehen. Aber wir müssen vorausschauen und schauen, was wir dann in Zukunft einbringen können in der Politik. So wie es ausschaut, bin ich dann der einzige Regierungsmitglied, der nicht der linken Mehrheit angehört in der Regierung. Also das wird sicher eine interessante Herausforderung dann sein. Aber wenn Sie mich nochmal fragen, ich sage, das war also wirklich ein schwieriges Ergebnis. Wir halt sicher unruhige Nacht haben. Es sind ja noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber schon jetzt ist klar, die ÖVP ist mit aktuell 19,32% ganz knapp am Ergebnis von 2014. Das war damals das schlechteste Ergebnis der ÖVP seit 1949. Was ist denn da schiefgelaufen? Ja, da sieht man, wie Freude und Leid knapp in der Politik zusammenliegen können. 2014 war das schlechteste Ergebnis, bis dorthin in der Zweiten Republik 5 Jahre später das Beste mit fast 37%. Also die Wählerschaft ist sehr volatil geworden, das weiß ich schon. Was schiefgelaufen ist, das kann ich jetzt nicht aus der Hüfte rausschießen. Man ist nachher immer gescheitert natürlich. Was die Themenlage anbelangt, glaube ich nicht, dass wir schiefgelegen sind, weil ja alle anderen Parteien genauso auch das Thema gehabt haben, Bewohner im Verkehr, Kinderbetreuung. Und ich glaube einfach, ich habe jetzt nur 7 Monate Zeit gehabt, das muss man dazu sagen. Bernhard Auringer ist seit 2017 Spitzenkandidat der SPÖ, ist heute zum dritten Mal angetreten. Kein Michael Dank ist seit 2019 der Frontmann der KPÖ, wird natürlich durch die Medien gehypt, dass es gerade nur so kracht eigentlich. Ja, da bin ich vor 7 Monaten dahergekommen, da bin ich schon ganz froh, dass ich da zumindest an dritter Stelle zu liegen gekommen bin. Da muss ich Sie ganz kurz unterbrechen und fragen, sind Sie oder waren Sie der richtige Spitzenkandidat? Ja, also das müssen andere beurteilen, das kann ich nicht beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Ich habe mich pudelwohl gefühlt in diesem Wahlkampf. Ich habe genau diese Themen gespielt, die mir wichtig gewesen sind. Vielleicht war der Wahlkampf etwas noch zu kurz und ich hätte noch mich mehr einbringen müssen, also noch in längere Zeit hindurch. Das ist mir eindeutig nicht gelungen. Mein Ergebnis liegt da doch etwas über der Partei auch. Also ganz so schlecht kann es ja nicht sein mit mir letztendlich. Aber das müssen andere beurteilen. Welchem der beiden Stichwahlspitzenkandidaten trauen Sie es denn zu, die Wahl zu gewinnen und Bürgermeister zu werden? Ich gebe da überhaupt keine Empfehlung. Na, wem trauen Sie es zu? Ich traue es beiden zu letztendlich, dass sie das machen werden. Und wer dann letztendlich das Rennen von den beiden macht, das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Der Wähler hat immer recht, das ist ganz klar. Von Ihnen gibt es keine Wahlempfehlung? Na, von mir gibt es sicher keine Wahlempfehlung. Ich glaube, die ÖVP-Wähler sind so weit mündig, dass sie nicht von mir irgendeine Wahlempfehlung bekommen müssen. Die wissen selbst ganz genau, was sie wählen werden. Haben Sie einen persönlichen Favoriten? Ja, den werde ich Ihnen hier nicht verraten. Gut, trotzdem danke. Danke sehr.